Hallo und herzlich willkommen in der Lammbruchbude. Mein Name ist Luis und heute sprechen wir über das Thema Kettenhemd, was man da ein bisschen beachten sollte und wie ihr aus meinen Fehlern lernen könnt. Die Sonne blendet mich gerade extrem, aber ich hoffe, ich kriege das hin. Das Kettenhemd ist ein sehr, sehr beliebtes Rüstungsteil. Zumindest empfinde ich das so, weil als ich angefangen habe mit dem Lab, viele oder einige wissen ja aus meinem mit etwas älteren Videos, wo ich erzählt habe, wie im Prinzip meine Lab-Laufbahn angefangen hat, dass ich von den Waldrittern komme als kleines Kind und dann später wieder angefangen habe und dann hat sich meine Ortsgruppe aufgelöst. Und dann bin ich so ein bisschen so nach und nach, beziehungsweise eigentlich schon sehr schnell in das Big Business eingestiegen, sage ich mal. Und da war es für mich relativ klar, oder auch, ich hatte damals schon einen Gambeson, einen schwarzen mit Malerfilz drin, das war unwahrscheinlich schrecklich, also es war ein gekaufter Gambeson. Und ein Rundringkettenhemd, ein ganz normales, kurzes. Das ist schon mal der erste Fehler, meiner Meinung nach. Ein Gambeson kaufen ist, also das ist jetzt für die meisten Leute ist das nicht relevant, aber tut es, wenn ihr ausgewachsen seid. Weil ich hab den bekommen, da war ich so, keine Ahnung, 13, 14. Und jetzt bin ich 20, werde bald 21. Und es hat sich so, sag ich mal, größentechnisch und auch breitentechnisch ein bisschen was verändert. Da kommen wir auch zum zweiten Punkt, und zwar, dass ihr darauf achten solltet, dass euer Kettenhemd euch auch mit Polsterung passt. Ich habe dann irgendwann, das war 2018 oder so, oder ein bisschen davor, das könnte 2018 gewesen sein, habe ich, sag ich mal, relativ mehr oder weniger seriös dann Lab gemacht und dachte, ja, du kämpfst schon ab und zu mal, du hast ja auch einen Charakter, der kämpft. Und dann habe ich mit meinen Freunden geredet, die so schon ein Kettenhemd haben. Ja, was holt man sich denn dafür eins? Ja, okay, Flachring. Ja, Flachring sieht besser aus, meiner Meinung nach. Und Flachring vernietet. Ich habe es mir in kurz geholt. Das war auch ein Fehler. Lang aus den Ärmeln kann man dann eine Doppelung machen, die wir halt tragen. Sonst muss man sich halt irgendwas anderes kaufen, das daraus basteln, weil es gibt keine Doppelung zu kaufen. Und wenn ja, dann sind sie sehr teuer, weil sie sehr arbeitsaufwendig sind. Dann, ich habe mir ein LXL Flachring-Kettenhemd gekauft. Sagen wir mal so, meine normale Kleidergröße ist XL. Also ich kann auch L tragen, aber dann wird es relativ eng. Vor allem unter den Armen im Latissimus-Bereich. Und ja, es war keine so gute Idee. Also sagen wir so, es passt immer noch. Aber wenn ich eine Polsterung anziehe, die dicker ist als meine Ledertunika, und die ist halt 3 mm dick, also 3 mm oder 2 mm starkes, weiches Leder, dann wird es halt eng. Und da wäre der Tipp, oder aus meinen Fehlern zu lernen, das einfach eine halbe Nummer bis eine Nummer größer zu wählen, dass das euch auch mit Polsterung, die ihr dann tragen werdet, passt. Weil die meisten Gambesons sind ja relativ, also die man kaufen kann, sind viele sehr, sehr dick. Was natürlich auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite sehr, sehr kontraproduktiv, weil ja, es ist halt eine gute Polsterung. Aber ihr baut dann halt unwahrscheinlich auf, man ist meistens relativ steif in denen, weil die nicht, sag ich mal, gut geschnitten oder gut konzipiert sind. Und da leidet man dann ein kleines bisschen unter dieser Rüstungssteifigkeit, die eigentlich absolut nicht authentisch ist, sondern, also wenn man das vielleicht sich da ein bisschen auskennt, ist die, dass du in der gut angepassten Rüstung kannst du Puzzlebäume machen und so weiter, da ist das eigentlich gar kein Problem. Aber dann leidet man halt ein bisschen darunter. Die verschiedenen Arten von Polsterungen sind so ein bisschen, also man hat ein Gambeson oder einen, so ein Doublet. Das ist aber relativ viel Arbeit zu nähen. Also ein Doublet ist im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, einfach nur mehrere Schichten Leinen. Man kann da auch noch Wolle einnähen, weil die natürlich ein bisschen dicker ist. Und dann hat man halt auch Polsterung. Und ja, das ist aber sehr arbeitsaufwendig, weil du die Schichten halt immer wieder aufeinander nähen musst. Und es muss dann auch am Ende auch passen. Und jada, jada, jada. Ich habe zum Beispiel eine Ledertunika. Das ist ein mehr oder weniger kostenintensives Projekt, je nachdem wie groß du bist. Ich musste halt so, weil man kann nicht genau die perfekte Größe kaufen, die man braucht, sondern, oder zumindest wenn man zum Ledergroßhandel fährt, kann man nur so eine ganze Haut kaufen. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe dann so um die 5 Quadratmeter ordentliches Leder gekauft. Also so viel ist halt an der Kuh dran, oder? Oder waren es 2,5? Auf jeden Fall. Ich habe so ganz eine Kuhhaut gekauft im Prinzip und habe die dann zugeschnitten. Es war im Prinzip einfach nur ein Oversize-Tunika-Schnitt. Ich würde es euch gerne zeigen, aber ich möchte nicht nochmal eine Leder-Tunika basteln, weil das ist echt viel Arbeit.
Also die auch irgendwie in einem Shop oder so anzubieten, wäre halt nur schlau, wenn dein Kunden bewusst ist, dass das scheiße viel Arbeit ist, wenn du keine Ledernähmaschine hast, sondern das ein Handunikat ist. In der Ledernähmaschine ist das relativ einfach, weil bei einer Tunika muss man ja unter den Armen im Prinzip das einmal, also du musst ja einmal hier unter den Armen das zusammennähen und dann noch die Ärmel. Und das sind halt, sag ich mal, bei meiner Körpergröße sind es 250 Löcher auf beiden Seiten. Und das musst du lochen, oder wir haben das damals gelocht mit einer Lochzange. Du musst du lochen, dann musst du es hinnähen und zurücknähen. Und dann muss es fest sein. Und das ist halt eine Heidenarbeit, aber es lohnt sich. Also vor allen Dingen in dem, wenn man so ein bisschen in die Keltenrichtung geht und so weiter, finde ich, lohnt sich eine. Also eine Ledertunika sieht immer gut aus. Die hält auch tatsächlich relativ warm. Nur was man da halt beachten sollte, wie bei allen mehr oder weniger Rüstungsgegenständen, dass man, wenn man einfach nur einen Schlauch macht, muss man sich halt irgendwo die einschlitzen, damit man sich auch, wenn die halt perfekt sitzt, die Bewegung nicht behindert. Im Thema Gambisons bin ich nicht so drin, aber da geht auch wieder die Devise, je qualitativ hochwertiger, desto teurer wird's. Aber es gibt auch einige Seiten, wo man das in Polen bestellen kann, die machen das relativ kostengünstig und relativ gut. Nicht nur in Polen, sondern auch im Osten, im Prinzip von uns. Die machen das noch ein bisschen eher. Da kann ich mal meine Freunde fragen, die es schon gemacht haben, und dann den Link unten in die Videobeschreibung packen. So, kommen wir zurück zum Kettenhemd. Was ich wärmstens empfehle, ist kein unvernietetes Rundring, also generell kein unvernietetes Kettenhemd zu kaufen. Weil, ja, es ist ein bisschen schwerer, aber wenn ihr schon ein Kettenhemd tragt und nicht wie im letzten Video halt irgendwie, wenn ihr keine gesundheitlichen Probleme habt, steht euch nur das Gewicht im Weg. Und wenn ihr so ein Kettenhemd tragen wollt, sollte das Gewicht euch auch noch eigentlich nicht im Weg stehen. Es sei denn, ihr tragt dann wirklich in ein 20:1 vernietetes Kettenhemd, dann ist das ein bisschen viel. Ich würde eigentlich nicht nochmal ein kurzes kaufen. Wenn man kein langes haben möchte, das ist also der Preisunterschied ist nicht so hoch. Und man kann aus den Ärmeln dann noch was machen. Ich würde generell eigentlich nur Metall kaufen, also Stahl oder kein Aluminium, weil ich bin ein gesunder Mensch. Und ich finde, wenn man Rüstung trägt, dann sollte man das Gewicht auch auf sich nehmen. Im Prinzip, man zieht sich das Kettenhemd an, dann nimmt man sich einen Gürtel, macht den fest, also tatsächlich fest. Und dann zieht man das Kettenhemd ein bisschen unter dem Gürtel hervor und legt es im Prinzip darauf ab. Das macht man überall, auch hinten in der Lende, das ist ganz wichtig. Oder da, wo die Nieren sind. Denn dann wird das Gewicht im Prinzip nicht nur 100% auf euren Schultern lasten, sondern auch auf dem Gürtel. Denkt daran, das im Prinzip groß genug zu kaufen. Ich würde von allen möglichen Ketten, Tanktops oder Westen abraten, persönlich. Weil das meistens einfach nur sehr, sehr auffällig und unnötig ist. Und wenn ich ein Kettenhemd haben will, dann ziehe ich auch ein normales an. Das ist meine Meinung. Es ist so eine Sache, mit der man geht immer, wenn man ein Kettenhemd hat, und will nicht, dass es brandneu aussieht, dann hat man halt ein paar Optionen. Entweder man lässt es halt mit irgendwelchem Dreck oder Öl oder so ein bisschen altern. Oder man legt es halt einfach, also erstmal, wenn ihr so ein Kettenhemd bekommt, ist das voller Öl. Ja, das müsst ihr einmal abmachen im Prinzip und dann könnt ihr es benutzen. Und dann wird sich auch relativ schnell, wenn ihr es ein bisschen getragen habt, wird sich der Flugrost drauf bilden. Flugrost möchten die meisten Leute haben, aber das wirklich durchrostet, will eigentlich keiner. Weil dann musst du dir halt ein neues Kettenhemd kaufen. Und das ist immer so eine Sache, da läuft man immer den Grat. Das heißt, wenn du ein bisschen Rost drauf hast, kannst du es auch einfach einmal drüber ölen. Und wenn man zu viel Rost drauf hat, kann man es auch einfach mit einer Drahtbürste runter machen. Ich sage euch ja auch noch, dass ein Kettenhemd IT sehr, sehr teuer ist. Das heißt, dass die meisten Soldaten haben nur so ein Ding, wenn die entweder gute Arbeit leisten oder schon oder es irgendwie geschenkt bekommen haben und so weiter. Weil die Dinger wurden früher wie heute auch manchmal mit der Hand gefertigt und das ist eine scheiß Arbeit. Das ist dann noch ein, sag ich mal, der letzte Tipp. Kettenhemd selbst machen hört sich sehr, sehr gut an. Ich habe mehrere Leute in meinem Freundeskreis, die das versucht haben und nicht so wirklich weitergekommen sind. Ja, es hört sich unwahrscheinlich cool an. Aber kaufen ist dann meistens die bessere Option, weil es braucht unwahrscheinlich lang und vernieten kannst du nicht. Oder nur schwierig. Was viele Leute noch, was einige Leute noch machen, ist das Kettenhemd mit so einem Lederband einzufassen.
Das ist eine scheiß harte Arbeit, aber es sieht gut aus. Also, dass man im Prinzip nicht die Ketten am Ende hat, sondern dass dann dein Lederstreifen, dass du das zusammen einfasst. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ist scheiße viel Arbeit. Aber wenn man diese ganzen Sachen gemacht hat, also wenn man sich eine Ledertunika genäht hat, man hat sein Kettenhemd in 6 Stunden eingefasst, ich war nicht der Schnellste, dann verbindet es einen mit dem Kettenhemd ein bisschen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, und dann lernt man das ein bisschen mehr zu schätzen, finde ich. Also ich freue mich immer, wenn ich mein Kettenhemd anziehen kann. Ich tue es nicht oft, weil ich nicht viel kämpfe. Ich würde sehr gerne wieder LARPen gehen und auch, sag ich mal, kleine Con-Reviews machen, aber es geht leider noch nicht. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, die Links dafür sind in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich nicht so hart beleuchtet werde, als wäre ich Jesus Christus oder so. Damit, ciao, wir sehen uns.